Ach ja, ich muss ja Ben noch Bescheid sagen, dass er an seine Neuzugänge wie du denken soll. Ben? Ben, denkst du an deine Neuzugänge? Oh Mist, ich glaube, er kann mich wieder nicht hören. Nie kann er was richtig machen. Wie denkt er daran? Ben? Bum-bidum, 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 bidum, bidum. Bam 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 telet 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 telet. Photosynthese, Photosynthese, Photosynthese. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie auf meinem Kanal. Yeah! Ja, es haben sich nämlich einige von mir gewünscht, dass ich mal Neuzugänge-Videos mache und euch jeden Monat zeige, was ich mir so Neues gekauft habe in diesem Monat. Und ich dachte mir, okay, machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe mir mal alles notiert und so weiter, was ich mir jetzt im September 2013 gekauft habe und möchte euch das jetzt mal vorstellen. Ich werde allerdings zu den meisten Sachen nicht so viel dazu sagen, weil ich sie vielleicht sowieso noch nicht gespielt habe und auch weil ich mir das vielleicht für andere Videos aufhebe. Es geht hier mehr nur darum zu zeigen, was ich so bekommen habe. Eventuell sage ich zu dem einen oder anderen doch etwas. Und ich werde hier keine Anime, keine Manga oder sonstige Bücher oder Musik-CDs oder sonstiges zeigen, weil sonst würde das Video noch ungefähr 2 Stunden länger gehen und alles würde viel länger dauern. Hier geht es jetzt hauptsächlich nur um so Games und vielleicht auch so die ein oder andere Gaming-Merchandise-Sache. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr irgendwas gerne ändern, ja, anders sehen möchtet, wie auch immer, dann schreibt mir das gerne. Ich bin da noch ganz offen jetzt mit dieser neuen Videoserie auf meinem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch mal an. Und das erste ist sogar etwas Kleines, ganz Spezielles, Besonderes. Also es ist nicht wirklich ein Spiel, sage ich mal. Aber ich möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Es handelt sich nämlich um das hier. Ja, wer von euch weiß, was das hier ist, der ist gut. Es handelt sich um einen Pachinko-Automat. Diese gibt's in Japan irgendwie, ja, ziemlich oft zumindest, in irgendwelchen Hallen und Spielerhallen und so weiter. Das Ganze ist so ein kleiner Automat, also in diesem Karton hier ist das ein kleiner Automat, den man sich so hinstellen kann. Es ist wie so eine Art Pinballmaschine, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Da sind da so eine Kugeln drin und wenn man das Ganze startet, dann fliegen diese Kugeln da immer durch. Und du kannst halt einstellen, wie doll sie reingeschossen werden. Du musst halt versuchen, dass sie in irgendwelche Löcher reinfallen, wo du halt besonders viele Punkte bekommst oder so. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, sowas gibt's in Japan halt überall. Und ich wollte mir mal einen für zu Hause organisieren. Das Ganze ist jetzt hier mit diesem Viech hier halt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Hier steht was von Big Doro Pashi drauf. Es könnte sein, dass das der Name ist. Das ist, glaube ich, ein ziemlich bekanntes Anime-Figur-ähnliches Vieh. Gibt es auch, glaube ich, ein Anime dazu, aber ich habe das nie gesehen. Ich weiß nicht wirklich was davon, deswegen sage ich auch lieber nichts dazu. Aber es ist halt, ja, von diesem Maskottchen das Gerät. Finde ich ja ganz cool. Ich werde es jetzt mal nicht auspacken, das hat aber auch einen Grund. Ich möchte euch das Ganze nämlich eigentlich mal genauer vorstellen, beziehungsweise zeigen, wie man es dann genau spielt und wie ich es spiele. Mein Problem ist bisher noch, dass ich noch nicht die passenden Batterien dafür habe, aber wenn ich sie habe, dann gibt es ein Video dazu und ja, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Das war Gerät Nummer 1. So, einmal vorsichtig weglegen. Ja, was habe ich denn hier als nächstes? Dann habe ich hier dieses hübsche Spiel. Das ist ein PlayStation 1 Spiel von Love Hina. Ja, es ist noch eingeschweißt, es hat zwar leider hier so ein paar Risse, weil die Hülle ein bisschen kaputt gegangen ist und hier hinten leider auch. Aber naja, was soll man machen? Ich weiß nicht jetzt so viel von diesem Spiel. Ich denke mal, es ist so ein Liebesspiel, wo man eine Maus wählt, um sich zu verlieben, keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht.
Und ich weiß jetzt auch nicht so genau den. Ach doch, hier steht sogar der Name drauf. Also es heißt Love Hina Aiwa Kotoba no Nakani. Ich schreibe euch das hier unten vielleicht nochmal hin. Ja, ein eingeschweißtes PlayStation-Einspiel von Love Hina, dachte ich mir, nimmst du mal mit. So, jetzt rede ich eigentlich schon wieder viel zu viel will ich gar nicht reden, aber ja. Naja. Dann haben wir hier meine Final Fantasy VII Dirge of Cerberus Soundtrack Limited Box aus Japan. Ja, das habe ich ja in einem Unboxing-Video gezeigt. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann schaut euch dieses Video an. Dann habe ich hier ein kleines Lösungsbuch zu Romancing Saga aus Japan in Japanisch. Ja, ein richtig cooles kleines Buch. Romancing Saga ist ja eine Spielereihe, die ich unbedingt gerne mal in der Sprache spielen würde, die ich verstehe, weil das einfach zu gut aussieht, aber ich kein Wort verstehe und deswegen nicht auch gerade weit komme. Schade, schade, aber vielleicht lerne ich auch eines Tages einfach Japanisch. Man weiß es nicht. Aber ich habe schon mal dieses kleine Lösungsbuch hier. Ja, coole Sache und es hat ungefähr so 130 Seiten. Von Square. Romancing Saga. So, dann habe ich noch ein zweites Lösungsbuch, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie das Spiel dazu heißt. Irgendwas mit Super und es ist der dritte Teil. Das Ganze sieht so hier aus. Ich werde euch unten nochmal hinschreiben, wie das Ganze heißt, weil, ja, da kann ich nochmal nachschauen. Dann wisst ihr das auch. Es ist auch für das Super Nintendo ein Spiel, beziehungsweise für Super Famicom, so heißt es ja in Japan. Ja, auch ein kleines, schönes Lösungsbuch in Farbe und es scheint halt ein interessantes Spiel zu sein, welches ich zumindest nicht wirklich kenne, sage ich mal so. Ja, so viel dazu. Und das Ganze hat sogar ein paar mehr Seiten, glaube ich, als das andere, oder? Ja gut, wir sind so bei ungefähr 150. So, so viel dazu. Wie gesagt, der Titel stand ja unten. So, dann habe ich hier ein Gameboy-Spiel in Japanisch und zwar von Castlevania. Und wie man sehen kann, ist hier unten leider die Ecke etwas abgebrochen vom Gehäuse. Und deswegen kann ich euch auch eine kleine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe mir das nämlich auf eBay gekauft für 1 Euro mit 1,50 € Versand oder so. Und das Problem war allerdings, dass der das verkauft hat, es trotzdem nur in einem kleinen Briefumschlag mit nichts Schutz, gar nichts einfach so verschickt hat. Ja, und dadurch ist das wahrscheinlich dann abgebrochen, weil das irgendeiner irgendwo hingeworfen hat, man weiß es nicht. Also hat er sozusagen für den Versand nur die 58 Cent benutzt, statt die 1,50, die ich bezahlt habe. Ja, da habe ich mich dann auch beschwert, was das soll und dass es jetzt leider kaputt ist. Und naja, als Gegenleistung habe ich dann mein komplettes Geld wiederbekommen, den Kaufpreis und auch die Versandkosten. Das bedeutet, ich habe das sozusagen geschenkt bekommen. Ja, dann nehme ich das natürlich doch gerne. Ja, Castlevania Japanisch für den Gameboy. So, dann habe ich hier für das NES Metal Gear 1. Ja, ein Klassiker unter den Solid Snake Fans und er hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich das Spiel auch, leider ohne Verpackung, aber Metal Gear. Dann habe ich hier mit Verpackung und allem Defenders of the Crown. Nee, Defender of the Crown. So heißt das. Ja, für das NES kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Tolles Spiel. Wahrscheinlich, hoffe ich. So, dann haben wir hier für das NES das Spiel Hook mit Verpackung. Ja, Peter Pan und Hook, wer kennt sie nicht? Kindheitshelden oder auch nicht. Aber hier haben wir Hook für das NES. Dann haben wir hier Wizard and Warriors 2 Iron Sword für das NES. Der zweite Teil dieser Serie, wo sich ja zum Beispiel der Videogame-Nerd aufgeregt hatte, dass hier halt zuerst Iron Swords steht und deswegen kann man halt schlecht in seinem Regal Wizard and Warriors 1, 2, 3 hinstellen, weil dann kommt dann 1, Iron Sword und 3. Und das ist ein bisschen blöde, aber ja, was soll man dazu schon sagen? Also, dann haben wir hier noch Jackie Chan's Action Kung Fu für das NES von Hudson Soft. Ja, sicherlich auch sehr interessant, habe ich so auch vorher noch nie gesehen, kannte ich nicht. Und Jackie Chan finde ich ganz cool, NES-Spiele sowieso, da passte das ganz gut. Ja, dann haben wir hier fürs NES Super Turrican. Ja, auch ein Klassiker unter den Turrican-Spielen. Die sind ja sowieso sehr, sehr, sehr cool. Ich finde auch das Gameplay in dem Spiel immer richtig cool, also mit dem Rumlaufen und Rumballern und mit der anderen Taste, wo du diesen Strahl machen kannst, um alles Mögliche abzuknallen. Ja, Turrican finde ich sowieso richtig, richtig cool. Und fürs NES, warum nicht? Ja, dann haben wir hier Low G-Man, beziehungsweise The Low Gravity Man. Ja, mal sehen, was das so zu bedeuten hat, ob er dann irgendwie besonders hoch springen kann oder vielleicht fliegen kann, keine Ahnung. Werde ich mir noch ansehen. So viel dazu. Mit Passwortfunktion steht drauf, ist ganz wichtig. Dann haben wir hier Snake Rattle and Roll fürs NES
auch in Verpackung, wunderschön. Und wie es euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich hier sehr viele NES-Spiele mit Verpackungen und so weiter. Und falls es jemand noch nicht wusste, ja, ich bin dabei, eine NES und SNES versucht zumindest eine komplette Sammlung hinzukriegen, aufzubauen und mal sehen, wie weit ich komme. Wenn mir einer helfen möchte, Hilfe ist immer gewollt. Ja, dann haben wir hier noch Wizard and Warriors 3. Das ist das, was ich meinte. Der zweite Teil hat halt diesen Iron Sword Titel noch drinne, der dritte hier wieder nicht. Aber was soll's. Da haben wir dann also auch den dritten Titel und den ersten habe ich übrigens auch. Deswegen habe ich jetzt alle drei wunderbar fürs NES. So, das war's mit NES-Spielen. Jetzt zeige ich euch meine neuen Super Nintendo-Spiele. Da haben wir hier einmal Arrow the Acrobat 2. Ja, der zweite Teil dieses coolen Jump'n'Runs. Leider ohne Verpackung, aber vielleicht finde ich sie ja noch irgendwo. Aber ich hab's erstmal. So, legen wir dahin. Dann haben wir hier für Super Nintendo mit Verpackung Judge Dredd. Das hat mir auch noch gefehlt. Wunderschön, auch wenn die Verpackung hier leider nicht mehr die beste ist, aber es ist besser als erstmal gar keine, finde ich. Deswegen habe ich es mir geholt und finde es ganz cool. Legen wir mal dahin. Dann haben wir hier Black Hawk für Super Nintendo. Ja, das hatte ich ja schon euch mal in einem Part gezeigt, weil ich schon hatte. Jetzt habe ich mir ein zweites davon geholt. Ich finde das Spiel ja richtig cool. Sollte man sich mal ansehen, wenn man sowas wie, wie heißt das? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja. Genau, wenn man das mag, sollte man sich das auch mal angucken. So sieht's aus. So, dann habe ich mir geholt Skyblazer. Das hat mir nämlich auch noch gefehlt. Ist ja auch, soweit ich weiß, ein ganz cooles so Action-Adventure. Lauf durch die Level und überlebe. Richtig cool und werde ich mir auf jeden Fall dann mal ansehen. Dann haben wir hier The Adventures of Mighty Max für Super Nintendo. Ja, wo ich mir das geholt habe, da kam mir wieder so ein bisschen die Erinnerung hoch, so Mighty Max. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Also es gab ja, glaube ich, mal eine Cartoon-Serie davon. Und ich glaube, sie auch damals ein bisschen gesehen zu haben, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern und weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Schade eigentlich. Ja, dann habe ich mir hier Might and Magic 2 geholt. Das hat mir auch noch gefehlt. Ja, finde ich richtig cool. Und hier steht sogar hinten drauf, es ist keine Might and Magic Erfahrung notwendig. Das bedeutet also, man kann den zweiten Teil spielen, ohne den ersten zu kennen. Wunderbar, so muss das sein. Dann haben wir hier ein Spiel, welches ich vorher auch nicht wirklich kannte, nämlich Out to Lunch. Ja, irgendwas, was mit Essen zu tun hat. Ich weiß es nicht genau, ich habe es noch nicht gespielt, aber es hat mir noch in der Sammlung gefehlt. Wunderschön. Und sogar mit Packung. Wunderbar. Dann haben wir hier auch ein sehr schönes Spiel, nämlich The Lost Vikings 2. Ich habe ja den ersten Teil schon und jetzt habe ich auch endlich den zweiten. Finde ich richtig cool. Ich finde es hier immer noch so kurios mit Wikinger im Weltall, so irgendwie... Ja, interessante Mischung und ist bestimmt auch gar nicht so schlecht. Ja, so viel dazu. Dann habe ich hier Populous 2. Ja, da fehlt mir zum Beispiel noch der erste Teil, aber das ist erstmal der zweite. Das ist ja so ein kleines Aufbauspiel. Ich vermute mal, es wird nichts für mich sein. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht wirklich spielen, aber ich habe es halt für die Sammlung. Ja, sehr schön, coole Sache. So, dann habe ich hier ActRaiser 2 für Super Nintendo. Ja, ich habe ja auch hier schon den ersten Teil und finde das eigentlich ganz cool und interessant und auch die Musik ist sehr gut. Und ich finde halt, man muss halt irgendwie so die Welt da aufbauen und dann hat man halt immer diese Passagen, wo man so herumläuft und alles bekämpft und herumspringt. Das sind halt die coolen Passagen, finde ich. Ja, ActRaiser 2, so viel dazu. Dann habe ich hier Warlock, das habe ich ja auch schon für Super Nintendo, jetzt habe ich noch eine zweite Variante davon. Ein Spiel, welches ich nie so weit geschafft habe, aber eines Tages schaffe ich es vielleicht mal doch. Wir werden sehen. Dann habe ich hier ein Spiel, welches ich auch nicht vorher kannte, nämlich Incarnation, glaube ich, heißt das. Das sieht so aus, das habe ich jetzt auch nur mal ganz kurz angespielt. Man konnte irgendwie so ein Zauberer spielen mit einem Stab, so ein bisschen die Gegner da so wegzaubern und herumspringen, wie so ein Jump'n'Run. Ja, war ganz interessant und ganz nett. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal weiter ansehen. So, dann habe ich auch hier was richtig Schönes, nämlich Kirby's Fun Pack. Auch eine wundervolle Kirby-Sammlung für Super Nintendo mit richtig, richtig coolen Spielen drauf, wo auch manche zu zweit gehen. Wunderbar, richtig tolles Kirby-Spiel. Kann ich nur empfehlen, wenn man ein Super Nintendo hat. Unbedingt kaufen. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug hier. Ist viel zu viel Kram. Ja, und das letzte Super Nintendo-Spiel, was ich mir noch diesen Monat gekauft habe, war Lagoon. Ja, das hat mir auch noch gefehlt und das war auch eins der Spiele, welches mich schon immer mal so ein bisschen interessiert hat. Und jetzt habe ich es endlich. Das ist auch so
so ein bisschen wie, also vom Spielen her ist das, glaube ich, so ein bisschen wie Illusion of Time. Zum Vergleichen halt, man läuft halt so rum und kann dann zuhauen und so weiter, man sieht sich so leicht von oben. Ich habe es jetzt noch nicht so wirklich gespielt, ich werde es mir aber mal ansehen, das ist bestimmt gar nicht schlecht. So viel dazu. So, das war dann meine neuen Super Nintendo Spiele, aber es war ja noch nicht alles, wir haben ja noch mehr. Ich habe hier nämlich noch den Pokédex, also das Lösungsbuch zu Pokémon Diamant und Perl. Das ist dann die limitierte Ausgabe mit Poster, welches leider nicht mehr dabei ist. Und das ist Volume 2. In diesem Buch haben wir, ja, wie gesagt, den ganzen Pokédex drin. Also hier alle Pokémon mit den ganzen Listen und so weiter. Wo zum Beispiel hier Krabby die ganzen Attacken, wann er sie lernt, wie schwer es ist, ob männlich, weiblich. Fähigkeiten, Items, wie viel KP und Angriff er hat und was er alles lernen kann an TM und VMs. Und das halt so zu jedem Pokémon. Und hier am Ende haben wir dann noch ein bisschen Lösungsweg mit Route, bla bla bla. Und wo man alles Mögliche findet und die Schwächen der Pokémon und so weiter. Also, ja, für Pokémon-Fans ist das wahrscheinlich ein ziemliches Must-Have. Finde ich ziemlich cool. So, dann zeige ich euch jetzt das hier. Ich habe nämlich von diesem Fragezeichenwürfel hier aus dem Club Nintendo noch ein paar. Das hier ist einer, das ist ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter und auch ein sechster. Die Geräusche machen können, wenn man denn unten das Siegel entfernt, aber das werde ich jetzt bei diesen nicht tun, die sind nur für die Sammlung. Ja, schöne Sache. Dann habe ich hier eine Vorbestellbox von Final Fantasy XIV A Realm Reborn für die PlayStation 3. Sieht dann so aus und hat mich 1 € gekostet, wenn man das erkennen kann. Das gab es beim Mediamarkt bei mir, weil das Spiel halt dann draußen war und deswegen bestellt es ja keiner mehr vor. Deswegen haben sie diese ganze Vorbestellboxen, die es ja eigentlich mal für 5 € gab, gab es jetzt für 1 €. Und ich werde mir dieses Spiel wahrscheinlich nie kaufen, weil es ja Geld pro Monat kostet und das finde ich ziemlich scheiße. Aber ich wollte dann wenigstens diese schöne Box hier haben, auch wenn hier nur ein Download-Code drin ist, den ich nie brauche. Also ist das eigentlich total sinnlos, aber naja, für 1 € konnte ich nicht widerstehen und das Ganze habe ich mir übrigens 2-mal gekauft. So, dann haben wir hier noch etwas in dieser Richtung, nämlich Diablo 3, die Vorbestellbox auch für 1 € jeweils. Und ich habe mir einmal die PlayStation 3 und einmal die Xbox 360-Version davon geholt. Da drin ist ein exklusives Notizbuch und der infernale Helm. Ja, hat auch 1 € gekostet und allein um das so irgendwo hinzustellen, das sieht schon ziemlich cool aus. Finde ich zumindest. So, und als letztes haben wir hier doch noch etwas, nämlich Mario Power Tennis für den Game Boy Advance, neu und eingeschweißt. Ja, ein wahrscheinlich ziemlich gutes Spiel, welches ich jetzt nicht gespielt habe, weil das wie gesagt eingeschweißt ist und ich will es auch nicht aufmachen. Das Ganze habe ich aber nicht nur einmal hier, sondern insgesamt haben wir hier 7 Stück davon, also das sind 6 und das, was ihr gerade gesehen habt, das sind 7-mal Mario Power Tennis eingeschweißt für den Game Boy Advance. Ja, jetzt habe ich genug geredet. Das waren meine Neuzugänge für September. Es waren ungefähr irgendwas mit 40 Artikeln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr fandet es ganz interessant zu sehen, was ich mir diesen Monat geholt habe und seid vielleicht schon gespannt darauf, was nächsten Monat dazu kommen wird. Wir werden es sehen. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch auch mal den Preis nennen, was ich für alles insgesamt irgendwie an Geld ausgegeben habe, um das zu bekommen. Und ihr dürft dann gerne mal in den Kommentaren mit mir darüber quatschen, ob ihr findet, dass es ein guter Preis war oder vielleicht war es auch zu viel Geld für die Sachen. Der Preis, den ich für das alles bezahlt habe, war 175,65 €. Das habe ich diesen Monat ausgegeben, um das alles zu bekommen. Ja, schreibt mir doch mal, ob ihr findet, dass das ein guter Deal war oder nicht. Würde mich freuen. Und auch generell, wie gesagt, Kommentare zu irgendwelchen Sachen, die ihr gesehen habt oder Verbesserungsvorschläge. Ich bin da immer ganz offen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, nicht erst beim nächsten Neuzugänge-Video, sondern dass ihr auch mal in den anderen Videos vorbeischaut. Wäre ganz cool. Also macht's gut. Bis dann. Und das war wieder euer Bennermeister, der euch einen schönen Tag wünscht.